Herzlich willkommen zu den Realm News. Es wird ein neues Realm im Empire-Format kommen. Deshalb gibt es hier ein kleines Informationsvideo dazu. Themen sind: Was ist das Empire Realm? Wie hängt dieses Realm mit den anderen Empire Realms zusammen? Wichtige Termine und Zeiten? Wie nehme ich teil? Und wo gibt es weitere Informationen? Für die Neuen hier eine kurze Erklärung des Empire Realms. Das erste Empire Realm ist im Frühjahr 2018 entstanden. Seitdem sind die grundlegenden Regeln bzw. Werte und Abläufe folgende. Spieler betreten noch teamlos die Welt. Man farmt ob alleine oder miteinander. Nachdem die ersten Gruppen entstanden sind und sich gut equipped und teils schon Quartiere gebaut haben, gründen sich Teams, die dann zusammen ein Gebiet für sich beanspruchen können. Auf diesen Gebieten können Leute außerhalb des Teams nur Sachen verändern, sprich Sachen abbauen, hinsetzen, Kisten leeren, füllen und Umbringen von NPCs, wenn jemand aus dem Team online ist. Mit der Zeit kann man auch anderen Teams den Krieg erklären und in Schlachten um Gebiete bzw. teils auch Ehre zu kämpfen. Auf dem Realm gibt es viele Debatten, wo Bündnisse, Vereinbarungen und so weiter geschlossen werden und vereinbart werden. Dies sind die Basics für das Empire Realm. Natürlich gibt es auch weitere umfangreichere Regeln. Diese kann man auf Discord einsehen. Wie gesagt, gab es schon Realms vor diesen. Wie hängen diese zusammen? Es gab zwei bisherige Realms. Diese sind abgeschlossen. Als Fortsetzer dieser Realms soll zum Nether-Update die Empire Realm Season 2020 starten. Wegen dem Corona-Zustand wurde sich dazu entschieden, ein Pre-Realm für die Empire Realm Season 2020 zu starten. Um dieses Realm handelt es sich hier. Es dient dazu, einerseits die Zeit zu Hause zu füllen, während der Zeit, wo man nutzlos zu Hause rumsitzt, und andererseits mit der Erfahrung von dem Pre-Realm die Empire Realm Season 2020 optimal gestalten zu können. Wichtige Termine und die Zeiten des Realms. Das Realm geht wahrscheinlich diesen Freitag, den 21. März, zwischen 15 und 16 Uhr online. Dieses Realm wird voraussichtlich einen Monat offen haben. Wie und ob dieses Pre-Realm weiterläuft, wird sich dann nach einem Monat entscheiden. Jeder kann teilnehmen, dazu einfach mir auf Discord schreiben. Die Leute, die mich privat kennen, können mir auch einfach eine Nachricht per WhatsApp schreiben. Die offizielle Weitergabe von Informationen findet auf Discord statt. Deshalb sollte jeder Realm-User Discord haben, um sich selbstständig auf den Laufenden zu halten und dort Regelwerk etc. einsehen zu können. Der Discord wird wahrscheinlich am Abend des 19. oder am Vormittag des 20. März online gehen. Das waren die Realm News. Fragen gerne in die Kommentare. Man sieht sich dann auf den Realm. Tschüss.